Hey Leute, willkommen zum letzten Part meiner DVD- und Blu-ray-Sammlung. Ja, das ist jetzt der ganze Rest. Ja, das sieht immer noch viel aus, aber das ist jetzt wirklich alles, was jetzt noch von meiner Collection übrig ist. Das ist halt der ganze Rest, der nichts mit Animes und Disney-Sachen zu tun hat. Und ja, dieses Mal ist es mein Wohnzimmertisch. Ich bin mir zurzeit irgendwie unschlüssig, was die Location angeht. Ich bin momentan mit nichts so richtig zufrieden. Und deswegen, ich weiß nicht, ich probiere es jetzt einfach mal hier vom Wohnzimmertisch aus. Mal schauen, wie das so klappt. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal an mit einem Film, beziehungsweise einer Filmreihe oder so generell einer Reihe, die ich so ziemlich über alles liebe, und das ist Harry Potter. Ja, der erste Film, Harry Potter und der Stein der Weisen. Den habe ich sogar zweimal, tatsächlich. Ja, hier ist er nochmal. Ich habe den ersten Teil von Harry Potter tatsächlich auch nochmal auf Japanisch. Könnte ich mir irgendwann eigentlich mal wieder ansehen. Ist eigentlich ganz witzig, sich das auf Japanisch anzusehen. Habe ich mal bei eBay gefunden. Ich wollte mir auch immer noch den zweiten Teil holen. Den habe ich auch bei eBay mal gesehen, aber habe ihn mir noch nicht geholt. So, dann der zweite Teil von Harry Potter. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Ja, mit der Lampe, das tut jetzt so ein bisschen hier so Lichtflecken drauf machen. Ich hoffe, das stört nicht so. So. Dann haben wir den dritten Teil. Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, eine 2-Disc-Edition. Sehr schön. So, dann Harry Potter und der Feuerkelch. Teil Nummer 4. Mit dem Trimagischen Turnier. Sehr, sehr schön. Ja, natürlich. Ihr wisst es ja sicher. Ich bin großer Harry Potter Fan, Potterhead, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und deswegen natürlich habe ich auch alle Filme und alle Bücher. So, Teil Nummer 5, Harry Potter und der Orden des Phönix. Und es sind irgendwie alles 2-Disc-Editions. Dann Teil 6, Harry Potter und der Halbblutprinz. Wobei ich da jetzt gerade sehe, dass das keine 2-Disc-Edition ist. Oh mein Gott. Skandal. Nein, so schlimm ist es nicht. So, dann Teil 7.1. Oder halt Harry Potter und die Heiligtümer, Teil 1. Und Harry Potter und die Heiligtümer, Teil 2. Das Grande Finale. Sehr schöne Filme. Auch wenn ich vielleicht doch immer noch leicht unzufrieden mit dem Ende, aber gut, das Buchende wäre irgendwie besser gewesen. Ah, nun gut, ich will mich nicht beschweren. So, dann eine Serie, mit der ich mal angefangen hatte auf DVD. Und zwar ist das einmal die erste Volume der ersten Staffel von My Little Pony. Freundschaft ist Magie oder Friendship is Magic. Ein Auftrag von Prinzessin Celestia. Und dann halt einmal noch die zweite Volume. Apfelschüttelernte. Ja, das sind alle Volumes, die ich habe, und ich werde das wahrscheinlich auch nicht weiter sammeln, weil ich mir vorgenommen habe, die komplett, also die Komplettboxen zu kaufen. Die erste Staffel habe ich auch als Box, also als komplett DVD bzw. Blu-ray eigentlich. Die kommt dann später noch. So, dann einmal auf DVD ein Live-Konzert von meiner Lieblingsband Calafina. Und zwar ist das After Eden Special Live 2011. Oh mein Gott, das ist alt. Das ist schon wieder 6 Jahre alt. At Tokyo Dome City Hall. Ja, ein sehr nices Live-Konzert. Habe ich mir mal geholt. Ich wollte mir eigentlich irgendwann auch mal noch die anderen Konzerte holen, habe es aber irgendwie nie gemacht. So, dann kommen wir zu einem Film, den kann ich irgendwie immer wieder sehen. Und zwar ist das Wasabi, ein Bulle in Japan. Vielleicht kennt den ja jemand von euch. Ist ein super Film. Ich kann ihn euch nur ans Herz legen. Also ich bin jedes Mal unterhalten davon. Also ich habe den jetzt keine Ahnung wie oft schon gesehen, und ich könnte ihn einfach jedes Mal wiedersehen, weil er spielt in Japan und naja.
Ja, dann haben wir Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt von Regisseur von Shaun of the Dead und Hot Fuzz. Hot Fuzz kenne ich nicht, aber Shaun of the Dead habe ich mal gesehen. Ja. Ein Film, der leider relativ gefloppt ist, was ich echt schade finde, weil der ist gar nicht mal schlecht. Also ich mochte den gerne. Könnte ich eigentlich auch mal wieder sehen. So, dann ein Film, den ich auch sehr gerne damals auch als Kind gesehen habe. Und zwar ist das einmal Hook in der Collector's Edition. Also Hook mit Robin Williams. Und ja, ein schöner Film. Musste ich halt unbedingt haben. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Also es gibt Filme, die muss ich tatsächlich echt irgendwann mal wieder ansehen. So, dann haben wir einmal den ersten Teil von Rio. Auch ein Film, den ich gerne gesehen habe. Also von der Mucke kriege ich immer gute Laune. Da habe ich immer das Bedürfnis abzutanzen. So, und dann dazu noch Teil 2. Ja, Teil 2 habe ich mir auch auf DVD geholt, damit es einfach halt besser passt. So. Sonst hätte ich mir den einfach auf Blu-ray gekauft. Dann haben wir als nächstes ein japanisches Drama, also einen japanischen Dramafilm. Und zwar ist das Be With You, ein Versprechen stärker als der Tod. Ja, das war ein Film gewesen, den habe ich im Internet gesehen, habe mir die Beschreibung dazu durchgelesen und es klang halt einfach so interessant, dass ich so dachte, okay, ja, das könnte dir gefallen. Ich habe diesen Film gesehen und Leute, der ist auch echt gut. Also der ist zwar sautraurig, aber er ist wirklich gut gemacht. Also ich habe den echt gerne gesehen. Dann ein Klassiker, den ich auch relativ gerne sehe, und zwar ist das Das letzte Einhorn. Ja, das letzte Einhorn. Mit Schmendrick, dem mächtigen Zauberer. Dieser Name, ey. Ja, das letzte Einhorn. Ist ein Klassiker. So, dann eine Serie, mit der ich mal angefangen habe. Ich muss mir irgendwann noch mal die anderen Staffeln holen. Das habe ich auch damals sehr gerne geguckt. Und zwar ist das einmal die erste komplette Staffel von Full House. Vielleicht kennt ja von euch noch jemand die Serie. Also ich habe die damals sehr, sehr gerne geschaut und muss irgendwann das mal weitermachen. Dann noch ein Film, der super traurig ist, auf einer wahren Begebenheit basiert, ist Hachiko, eine wunderbare Freundschaft. Dieser Hachiko-Film ist wirklich sehr schön, aber auch voll traurig. Ich muss jedes Mal heulen, wenn ich den sehe. Aber es ist ein guter Film. Den kann ich euch empfehlen. So, dann habe ich sogar tatsächlich zwei Weihnachtsfilme hier. Und zwar ist das einmal Rudolf mit der roten Nase. Habe ich damals auch gerne geguckt. Und Annabelle und die fliegenden Rentiere. Also beides Weihnachtsfilme, die ich eigentlich relativ gerne immer mal gucke. Könnte ich mir dieses Jahr eventuell auch mal wieder ansehen. So, dann noch ein Film, den ich mal gerne gesehen habe damals, und zwar ist das Bobo und die Hasenbande. Ich glaube, davon gibt es auch einen zweiten Teil, aber ich glaube, den gibt es nicht auf der DVD. Ja, Bobo und die Hasenbande, ich mochte den damals gerne, als ich ihn gesehen habe und dachte so, hey, kannst du dir mal holen? So, dann habe ich noch eine Box, und zwar ist das einmal Nachts im Museum Teil 1 bis 3. Alle drei Teile von Nachts im Museum. Wo ist er denn? Da ist der erste. Nein, das ist der. Ach, das ist der dritte. Da ist der erste. Nachts im Museum, Nachts im Museum 2 und Nachts im Museum das geheimnisvolle Grabmal. Holen wir die nochmal extra raus hier, damit wir das Ganze nochmal so vom Cover her sehen können. So, genau, das Cover vom ersten Film. Dann Teil 2. Und Teil 3. Wobei ich ja wirklich, glaube ich, die ersten beiden Teile besser fand als den dritten Teil. Also der dritte Teil ist zwar auch gut, aber ja, halt schwächer als die anderen. Und hey, ich meine, es ist immerhin der letzte Film mit Robin Williams gewesen. Es macht mich heute noch ein bisschen traurig, wenn ich den angucke und dann jedes Mal so denke,
Das ist der letzte Film mit Robin Williams und das macht einen irgendwie schon traurig, weil das war echt ein super Schauspieler. Ruhe in Frieden. So, jetzt muss ich erstmal gucken, nicht, dass mir der Stapel hier umfällt. Das war nämlich jetzt. Ja, okay, es fällt hier gerade alles so leicht in sich zusammen. Das waren jetzt die letzten DVDs, die ich euch zeigen wollte. Jetzt kommen halt noch ein paar Blu-rays und dann soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. So, den Anfang macht wieder ein Live-Konzert und dieses Mal ist es ein Konzert von Eddie Kitamura. Restory, also die First Tour 2012. Ist auch schon wieder 5 Jahre her. Ja, Eddie Kitamura, auch eine Sängerin, die ich sehr gerne mag, die auch lange Zeit nichts gemacht hat und jetzt wieder voll durchstartet. So. Dann. Ja, eine Blu-ray zum Thema Japan. Wildes Japan. Also eine sehr nice Dokumentation. Also wer wirklich Japan-Fan ist. Oder generell Japan sehr mag, an Japan interessiert ist, kann sich gerne diese Dokumentation hier ansehen. Die ist wirklich nice. So, dann. Jetzt gucke ich mal, dass ich das nicht durcheinander bringe. Einmal ich einfach unverbesserlich. Der erste Teil. Und ich einfach unverbesserlich. Zwei. Und ja, ich weiß, es gibt noch einen dritten Teil, aber den besitze ich nicht und ich weiß auch nicht, ob ich ihn mir holen werde, weil den fand ich ja so. Er war nicht schlecht, aber ich fand den jetzt auch schwächer als die ersten beiden Teile, muss ich ehrlich mal sagen. So, dann ein Film zu einer sehr guten Spielereihe, die ich gerne spiele. Und zwar ist das Phoenix Wright Ace Attorney. Yay! Eine Realverfilmung von den Ace Attorney Filmen. Eine Realverfilmung von den Ace Attorney Filmen. Was laber ich eigentlich für einen Käse? Nein, ich meine natürlich eine Realverfilmung von den Ace Attorney Spielen. Beziehungsweise das hier ist basierend auf dem ersten Teil der Reihe. Ein sehr guter Film. Etwas langatmig, aber ein guter Film. Ich habe ihn wirklich gerne geguckt. Also ich schaue ihn heute noch gerne. Dann haben wir einmal Dark Shadows mit Johnny Depp. Dark Shadows ist auch ein guter Film. Habe ich auch gerne geguckt. Schaue ich auch immer mal wieder gerne. So, dann kommen wir zu der ja, ersten kompletten Staffel von My Little Pony, von der ich euch schon erzählt habe, dass ich sie auf Blu-ray habe. Ja, Galloping Girl. Komplette Staffel. Und mehr als das besitze ich nicht. Ich hoffe, dass ich mir irgendwann mal noch die anderen Staffeln holen kann. Wobei es ja irgendwie die dritte Staffel tatsächlich nur auf DVD gibt. Obwohl die dritte Staffel ist eh ein Witz, weil die hat nur 13 Folgen oder so gehabt. So, dann ein Film, der eigentlich mindestens genauso gut ist wie ein Harry Potter Film. Und zwar ist das Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Dieser Film ist super. Ich habe mich einfach von Anfang bis Ende super unterhalten gefühlt von diesem Film. Es war einfach so wieder dieses Feeling da, der magischen Welt. Und ja, wenn ihr Harry Potter-Fan seid, dann müsst ihr euch den auf jeden Fall auch ansehen. Ich freue mich schon total auf den zweiten Teil, der endlich nächstes Jahr ins Kino kommt. Ich weiß, ich muss noch voll lange bis dahin warten, aber gut. Ich will mich nicht beschweren. So, dann haben wir die Frau in Schwarz mit Daniel Radcliffe, also dem Schauspieler von Harry Potter, ist ein. Oh, es ist sogar eine. Un ist sogar die ungekürzte Fassung. Das ist. Ja, ein Horrorfilm, aber so Horror ist er jetzt auch wieder nicht. Aber ich fand ihn halt ganz nett und dachte so, hey, kann man sich ja mal gönnen. Also ich mochte ihn, deswegen dachte ich so, yo, kannst ihn dir auf Blu-ray holen. Beziehungsweise, ich glaube, den habe ich sogar geschenkt bekommen. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. So, dann kommt ein Dreiteiler. Und zwar ist das Der Hobbit, eine unerwartete Reise. Ja. Was soll ich sagen? Die Vorgeschichte von Herr der Ringe. Hier ist Teil 2. Smaugs Einöde. Und ja, die Schlacht der 5 Heere. Also der dritte Teil,
wo ich immer noch nicht weiß, was ich von dem halten soll. Ich habe den jetzt, glaube ich, zweimal gesehen und weiß immer noch nicht, was ich von ihm halten soll. Keine Ahnung, er ist halt einfach irgendwie komisch, was vielleicht einfach auch nur daran liegt, dass da wirklich nur noch so das meiste einfach nur so dazu gedichtet wurde. Also wirklich so fast der komplette Film irgendwie. Und dann diese Schlacht, die einfach mal irgendwie so wirklich auch den halben Film einnimmt und gut, aber die Filme, ich will mich da auch nicht wirklich beschweren, also die Filme sind wirklich gut gemacht, also ich habe die gerne gesehen, aber ich würde doch wirklich sagen, dass ich Herr der Ringe lieber mochte. So, dann kommt jetzt noch eine Serie und dann noch eine Filmbox. Und das war's dann eigentlich soweit. Und zwar ist diese Serie Game of Thrones. Es ist die erste Staffel. Das kann man jetzt irgendwie ganz schlecht sehen, irgendwie, finde ich. Weil es ist so dunkel. Ja, die erste Staffel. Ich liebe Game of Thrones. Und ja, ich bin tatsächlich traurig, dass es nächstes Jahr mit der 8. Staffel schon vorbei sein wird. Aber hey, nichts währt ewig. Zumindest nicht alles währt ewig. Und vielleicht ist es auch das Beste, wenn es dann wirklich demnächst mal zu Ende geht, weil irgendwann muss alles mal ein Ende haben und es sollte sich nicht unnötig in die Länge ziehen. So, dann haben wir Staffel 2. Staffel 3, die irgendwie, glaube ich, sogar die dickste Game of Thrones Staffel ist, die ich besitze. So. Dann Staffel 4. Alles natürlich auf Blu-ray. Ja, Staffel 5, die ich irgendwie von der Aufmachung her mit irgendwie am nicesten finde, so wegen dieser Hülle. Und Staffel 6. Und Staffel 7 ist auch schon bestellbar bei Amazon. Habe ich auch schon vorbestellt. Natürlich, wenn... Ja, mir gefällt Game of Thrones einfach so gut, dass ich die Staffeln wirklich alle auf Blu-ray haben musste. So, und dann kommt, last but not least, zum Schluss, die Herr der Ringe-Trilogie. Natürlich, wenn ich den Hobbit habe, habe ich natürlich auch Herr der Ringe. Die habe ich mir gegönnt. Ist jetzt mittlerweile auch schon eine Weile wieder her. Extended Edition. Was heißt, es sind alle drei Filme. Die habe ich mir sogar letztens wieder angeschaut. Tatsächlich. Ja. Jetzt kriege sie mal hier raus. Ist alles ein bisschen... lass sie doch am besten gleich vom Tisch fallen. Sehr gut. Ja, Extended Edition heißt, das ist halt mit dem ganzen Bonusmaterial, also mit den ganzen Making-ofs und den ganzen Kram. Also insgesamt hat diese ganze Box irgendwie auf jeden Fall so eine Spielzeit von, ich glaube, es waren irgendwie über, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr lange. Ich glaube, insgesamt irgendwie was mit fast 20 Stunden oder so. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Und ein Film geht ja schon 3 Stunden oder was? So, ja. Herr der Ringe. Die Gefährten, also der erste Teil. Dann Herr der Ringe, die zwei Türme, der zweite Teil. Und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs, der dritte Teil. Ja, das war's dann eigentlich im Großen und Ganzen von meiner DVD- und Blu-ray-Sammlung. Ich werde das Ganze später da jetzt reintun. Ich hoffe, euch hat diese kleine Videoreihe gefallen. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen oder einen Kommentar, wie auch immer. Müsst ihr natürlich nicht. Ich zwinge niemanden dazu. Aber ich würde mich halt sehr darüber freuen. Und ja, sagt mir doch einfach mal eure Meinung, ob ihr meine DVD- und Blu-ray-Sammlung interessant fandet. Und ja, das soll es eigentlich soweit von mir gewesen sein. Und wir sehen uns dann zu einem nächsten Video in nächster Zeit. Dann wahrscheinlich wieder. Also Leute, bis dahin. Tschüss.